der das Angestrebte mit einem herrlichen Solo unter Beweis stellte. Michael Serr verhinderte ein Tor des Monats. Nach 22 Minuten war Littbarski wieder am Ball, trat diesen an Thomas Hessler ab und wenig später wusste Torwart Serr, warum man einen Aufsetzer so gern als tückisch bezeichnet. Die Kölner Führung durch Ralf Sturm. Das Tor noch einmal für Ersatztorhüter Gary Ehrmann. Der Schuss von Hessler und der Fehlgriff von Serr. Dieser übte anschließend bemerkenswerte Selbstkritik. Wenn ich Torwart in der Bundesliga sein will, dann muss ich diesen Ball festhalten, ist ganz klar. Ich meine, das habe ich in der Vergangenheit ja auch gemacht. Ich meine, irgendwann kommt noch mal so ein Ball. Das haben andere Torhüter auch schon erlebt. Richtig, auch Gary Ehrmann, die 27. Minute. Nach einer Flanke von Hotic wurde Stefan Kunz im Strafraum von Giske umgerannt. Schiedsrichter Osmos sagte kein Elfer und auch Pierre Littbarski vertrat mit Nachdruck diese Meinung, die wiederum Stefan Kunz nicht in den Kram passte. Ansichtssachen. Ich hätte als Schiedsrichter Elfmeter gepfiffen, denn Giske stieß Kunz deutlich um. Die zweite Halbzeit. Tom Dooley mit aller Hartnäckigkeit. Schakow, der Sowjetrusse, effektiv und präzise zurück zum kopfballstarken Dooley. 1:1 in der 58. Minute. 7 Minuten später brannte der Betzenberg. Littbarski zu Hessler und dessen Zweikampf mit Foda entlud die Emotionen. Schiedsrichter Osmos eilte zum gepuderten Punkt. Die Zuschauer entledigten sich ihrer Wunderkerzen und Einwegfeuerzeuge. Dabei war der Elfmeter so klar wie Klärchen. Franco Foda im Stile eines Catchers mimt dann noch das Unschuldslamm. Auch Roggensack verstand die Welt nicht mehr. Es kam aber noch schlimmer. Lauterns Kapitän Kunz sah rot. Erstmal kurz und knapp die Frage zur roten Karte. Was hat Stefan Kunz zu Ihnen gesagt? Unmittelbar nach der Strafstoßentscheidung kam er zu mir und sagte, solch einen ordinären Kerl wie dich habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, es ist halt eine Auffassungssache, ob das eine Beleidigung war. Es war so, der Elfmeter wurde gegeben und als Mannschaftskapitän habe ich mich natürlich darüber beschwert, dass er den Elfmeter gegeben hat. Und dann hat er zwei, dreimal zu mir gesagt, hau ab. Ich soll also von ihm weggehen und immer wieder hau ab. Dann habe ich zu ihm gesagt, mein Gott, sind Sie ein ordinärer Kerl. 8 Lauterer gegen den Unparteiischen, eine geladene und gefährliche Atmosphäre, dessen Opfer um ein Haar Pierre Littbarski geworden wäre. Ich bin also froh, dass die Ordner wenigstens am Rand diszipliniert waren und den einen heranstürmenden Fan noch abgefangen haben, denn was hier heute los war, das ist doch erstaunlich. Hier ist also doch manchmal nicht ganz die Sicherheit für die Spieler und besonders für die Betreuer am Rand gegeben. Den Elfmeter verwandelte Littbarski zum 2:1 Siegtreffer. Köln gewann also, für die Rückrunde müssen sich die anderen warm anziehen, wie Christoph Daum meinem Kollegen Runke bestätigte. Ich war jetzt eine ganze Zeit lang ruhig und ich muss sagen, diese Ruhe hat sich nicht ausgezahlt. Also diese Schonzeit ist vorbei. Ab sofort gibt es entsprechend wieder Feuer und Stimmung, denn das braucht unsere Mannschaft, um oben mitzuspielen. Ich war jetzt ein halbes Jahr lang ruhig, jetzt ist es vorbei. Das Weihnachtsfest warten wir noch ab, aber dann geht's los. Wird es auch wieder verbale Auseinandersetzungen geben, vielleicht mit anderen Trainern? Die muss es geben. Es muss wieder Zündstoff rein. Ja, mehr Zündstoff rein. Ich hoffe, die ganze Auseinandersetzung bleibt wenigstens geschmackvoll. Was für den ersten FC Köln gilt, gilt natürlich auch für den Tabellenersten, den FC Bayern München.